Ach, ist das schön. Der dritte Advent, Sonntag, herrliches Wetter hier in Köln-Kalk und wir sind hier in unserer schönen Halle und erwarten einen Freund. Wie kann man das so sagen? Ein Freund, der mit seinem uns endlich unseren Citroën DS 21 Pallas überreicht. Ist das nicht wunderschön? Der kommt auch noch aus Düsseldorf. Also, die Deutsch-Düsseldorfer Freundschaft wird hier ganz klar gelebt. Ein Joint Venture zwischen Dirk Sassen, einmalig in dieser Welt, und uns. Und da ist er auch, der Dirk. Wunderbar, hallo Dirk. Wir kommen gleich zu dir. Das war wunderschön. Danke dir fürs Kommen. Dirk, es ist so schön, dass du hier vorbeigekommen bist und uns heute am heiligen dritten Advent dieses Fahrzeug übergeben konntest. Ich danke dir, dass wir gemeinsam dieses Projekt durchziehen durften. Du, alle Technik, Hydraulik, Innenausstattung und alles das auf deine souveräne Art und Weise wieder hier realisieren durftest. Wärst du so freundlich, würdest du uns das Auto mal ein bisschen erklären? Das mache ich sehr gerne und ich freue mich auch, dass das Auto endlich fertig geworden ist. Es hat ein klein bisschen gedauert. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten. Und das war ein erstmaliges Joint Venture mit einer anderen Firma, dass man bestimmte Arbeitsbereiche verteilt hat. Und es ist ein sehr, sehr schönes Fahrzeug geworden. Ja, eins der besten, würde ich sagen, sogar. Entschuldigung, habe ich verstanden? Eins der besten vielleicht sogar. Es ist auf jeden Fall in dem oberen Standard, wie wir die immer fertig machen, und hat halt besondere Features. Ja. Und dazu gehört zum Beispiel dieses wunderschöne Jägertableau. Ja, das sehe ich hier. Das Armaturenbrett war ein Sonderzubehör, was nicht werkseitig verbaut worden ist. Und es zeichnet sich halt durch die Rundinstrumente aus, die von der Firma Jäger stammen. Ja, magst du uns das mal ein bisschen erklären? Ja, gerne. Das ist jetzt mit dem Licht beleuchtet. Ja. Wir haben hier den Tachometer bis 200. Ja. Wir haben einen Fährt er auch 200? Nein, das Fahrzeug ist, glaube ich, eingetragen mit exakt 175, aber ein Citroën DS ist ein Gleiter, wo man bequem 130 plus minus fahren kann, aber eine Überholreserve hat. Den Tageskilometerzähler kann man hier zurückdrehen, indem man den anzieht und dann dreht. Ja, ja. So. Ist auch bei und jetzt steht der gleich anders. Wieder auf 0. Ja. So. Dann haben wir, ich mache mal die Zündung an, hier ist der Zündschlüssel. Ja. Hier geht die Batteriestromleuchte an und die geht erst aus, wenn der Motor läuft und Gas gegeben wird. Okay. Dann haben wir den Scheibenwischer, der zweistufig ist. Okay. Erste und zweite Stufe. Ja. Und geht dann hinterher, wenn die Endabschaltung. Ohne Intervall. Ohne Intervall. Ach, sowas. Naja. Die heizbare Heckscheibe ist hier nachgerüstet. Ja. Hier ist die Parkleuchte links, rechts, wie sie in Frankreich üblich war. Kannst du noch mal zeigen, bitte? Parkleuchte links, ja. Parkleuchte rechts. Okay. Vom super. Symbol her ähnlich wie der Scheibenwischer. Ja. So, gestartet würde das Auto über D wie Demarreur. Ja. Und es ist ein Halbautomat, das ist eine Besonderheit. Und bei dem Halbautomaten kann man das Auto nur über den Schalthebel starten. Man macht vorher die Zündung an. Betätigt dann Richtung D wie Demarreur. Okay. Geht in die Mittelstellung zurück, steht mit dem Fuß auf der Bremse, geht in 1, nimmt den Fuß von der Bremse und fährt leicht an. Okay. Dann nimmt man wieder Gas weg, fährt in 2, 3, 4. Ja. Immer Fuß weg vom Gas, dann wenn du schaltest. Wie man es beim Schaltwagen auch macht, genau. Ja. Okay. In den Rückwärtsgang kommt man auch geschickterweise nur bei den ersten Gang, indem man den Schalthebel leicht gegen das Armaturenbrett drückt, auf AR, Arrière, rückwärtsfahren im Französischen, einlegt. Und über den ersten geht man wieder zurück in die Mittelstellung. Okay. Wichtig, wir haben hier den Schok, einen manuellen Schok, keine Startautomatik. Ja. Und je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit muss der gezogen werden. Die ersten 5 Minuten ist ein Halbautomat noch ein bisschen unwillig, weil er halt Fliehkraft abhängig ist, und wenn der Motor dann warm wird, wo die Wassertemperaturanzeige auch dann plus minus 80 Grad anzeigt, dann läuft er flüssig. Dann sollte man den Schok auch spätestens drin wieder drin haben, richtig? Genau, das merkt man dann, die Temperatur nimmt zu und die Drehzahl erhöht sich auch und dann lässt sich auch wieder angenehm anfahren. Ja. Der Vollständigkeit halber haben wir hier einen Zigarettenanzünder. Ja.
und die Scheibenwaschanlage, die bei diesem Fahrzeug aber auf elektrisch, ohne dass man es sieht, umgebaut worden ist. Okay. Zuvor war es Unterdruck, was oftmals nicht funktioniert hat. Okay. So kann man halt ein Fahrzeug auch optimieren. Ja. Hier ist die rote Hydraulikwarnleuchte, die ist wichtig. Wenn die angeht, heißt es wirklich anhalten. Ja. Dann haben wir noch auf der Seite den Blinker. Ja. Und auf der anderen Seite Fernlicht. Sieht man ganz leicht, dass es dann blau wird. Es ist ja recht dezent, weil im Dunkeln soll es auch nicht blenden. Okay. So, über den Lichtschalter hupe ich auch direkt. Ja. Und die Lichthupe geht über den Blinkerschalter. Ah, die ist doch ganz wichtig, glaube ich, oder? Nein, an dem Auto. Die ist in den heutigen Zeiten nicht mehr wichtig. Ich weiß noch von meinem Vater, dass er gerne schnell in den 70er Jahren mit einem Citroën DS unterwegs war. Gut, Dirk, dann gucken wir uns gleich nochmal die anderen Sachen an. Was hältst du davon? Gerne, machen wir. Lieber Dirk, aber der Wagen hat doch auch eine Heizung und eine Lüftung, oder? Richtig, aber gerne würde ich dir das zentrale Thema Hydraulik nahebringen. Ja, erstmal das, ja, okay. Das ist das, was den Citroën DS auszeichnet, warum er auch so komfortabel weich fährt. Mhm. Hier haben wir den Hydraulikhebel, das ist der mittlere schwarze Balken, das ist die Fahrstellung. Ja. Die unterste und oberste ist für den Reifenwechsel und die zwei kleinen Teilstriche sind für unebene Feldwege. Okay, das heißt, wenn ich ihn Reifen wechsle, wieso unten und oben? Kannst du dazu was sagen? Weil wir das Auto nicht hochkurbeln müssen, sondern das Auto macht es selbstständig. Ja, okay. Und man hat also kein Wagenkreuz, was hochgefahren wird, sondern nur ein Bock, der untergestellt wird in Höchststellung, dann wird abgelassen und die Räder sind in der Höhe. Okay. Wo wir gerade hier sind, ein Halbautomat lässt sich nur mit der Feststellbremse festsetzen. Das heißt, also die Feststellbremse muss getreten werden und gelöst werden, wenn man losfährt. Das ist eigentlich selbstverständlich, aber es ist ein elementares Teil, was wichtig ist. Okay. So, ähnlich wie bei Mercedes sieht das ja fast aus. Das ist auch ähnlich wie bei Mercedes von der Funktionsweise. Ja, ja, okay. Und du stellst die Festbremse und löst sie mit deinem Hebelchen, richtig? Löst sie so. Ja, ich hab's gesehen, die ist weg. Ja, alles klar. Okay. So, dann kommen wir zur Lüftung. Ja. Endlich. Belüftung. Lüftung und Heizung. Achtung, Moment, übrigens ganz kurz. Hier oben, ihr Lieben, seht ihr, hier ist ein Schiebedach. Und da sehen wir auch den Dirk von oben. Hallo Dirk, oh, super. Rüdiger. Das ist ja ein Schiebedach, dazu kannst du auch nochmal ein Wort sagen. Ja, du hast damals eins der letzten, oder wenn nicht sogar das letzte Tudor Rivera Schiebedach von mir original neu verpackt. Seit den 70er Jahren in einer Scheune gelagert. 50 Stück waren es ungefähr, ergattern können und es war gut so. Aufkleber, schaut euch das an, hier ist noch der originale Aufkleber, der reflektiert jetzt hier ein bisschen, aber ihr könnt es mir glauben, ist der originale Aufkleber. Okay, alles klar. Und das ist ein wunderschönes zeitgenössisches Dach aus den 70er Jahren. Herrlich. 60er Jahren auch und das ist natürlich was anderes, als wenn man ein moderneres Schiebedach in einen Citroën DS einsetzt, was auch öfters vorkommt. Gut, dann jetzt haben wir die Zwangsentlüftung. Wir haben ja natürlich auch handgekurbelte Fenster, wie wir jetzt hier sehen. Genau. Die sind überall so, auch hinten. Nichts mit Elektrik, kann auch nichts kaputt gehen. Hier haben wir übrigens den Haubenzug rechts und den Haubenzug links. Ja, ja, ja. Das ist so eine typische Geschichte beim Citroën DS, dass du von zwei Seiten aus die Haube öffnen musst. Richtig. Ja, gut. So, die Lüftung. Ja. Ich mache die Lüftung dabei mal an. Ja. Man hört sie auch. Ja. Logischerweise das blaue sind Symbol für kalt, das rote für warm. Ja. Das ist ein Drehregler bis zum Anschlag. Ja. Hier gibt es auch von alleine unten und oben der Schieber. Ja. Und hier hört man es auch langsam. Viel wenig. Ja. Man lässt es meistens auf viel stehen. Also viel ist links, wenig ist rechts. Genau, so ist es. Fast eine politische Ansage. Ja. So, hier gibt es auch noch. Oh, nein, zwei sogar. Wozu zwei? Zwei. Ist das für hinten und vorne? Nein, für oben und unten. Okay. Und es ist abhängig, deshalb hat man noch gerade nichts gehört, dass hier was ausströmt. Ja. Das ist vom Fahrtwind abhängig, ist nur Kaltluft. Gibt es auf dieser Seite hier übrigens auch. Okay. Und einen kleinen Hebel, mit dem man noch im Grunde genommen die Strömung verändern kann. Ja. Der innere ist für unten, der äußere für oben. Okay. Das heißt also, umso schneller man fährt, umso mehr Frischluft kommt. Okay, aber nicht geheizt. Nicht geheizt, das ist wichtig. Die, die beheizte Anlage ist nur hier an den Mitteltunnel angebracht. Das bedeutet, deswegen hat man auch hier in der Seite, ihr Lieben, das ist immer die technische Raffinesse von Citroën, man kann hier so seine Füße so durch
eigentlich so durchstecken. Und warum ist das so? Weil nur hier in der Mitte geheizt wird. Auf der Seite gekühlt. Da kann man eine Cola-Dose vorhalten oder so. Oder eine Flasche Weißwein. Das ist natürlich noch besser. Ja. Gerade beim Citroën. Ja. So, alles gut. Weiter geht's. War's das? Das war's. Na dann. Dirk, du hast dir jetzt hinten Platz genommen. Warum das? Es ist eine Erinnerung an meine Kindheit. Mhm. Mein Bruder und ich, wir haben hier seit den 70er Jahren, 1970 ganz genau, Platz genommen und diesen absoluten Komfort der Rücksitzbank genossen. Du passt ja auch rein. Ich meine, du bist jetzt nicht gerade klein, oder? Richtig. Und wenn mein Bruder mir zu nahe kam, haben wir einfach die Mittelarmlehne runtergeklappt. Sieht ja sehr komfortabel aus, oder? Absolut. Und die C-Säulenkissen sind sehr weich, wo man den Kopf gegenlehnen kann. Ja. Und dann irgendwann auch auf der Fahrt nur wegschlummert und wach wird, wenn man ankommt. Ja, schön. Sieht sehr, sehr gut aus. Sehr schnucklig. Alles klar. Prima. Danke dir. Dirk, sag mir mal, ihr wart zu viert, oder? Ja, zu viert. Oftmals ein Dachgepäckträger oben drauf, wo der Zodiac drauf war. Ja. Und man glaubt es gar nicht. Und bei dem kleinen Kofferraum seid ihr dann in Urlaub gefahren? Ja. Das mal ein. Eieieiei. Also eine Urlaubsreise zu zweit, zu viert ist mit dem Volumen an Kofferraum durchaus möglich. Oh ja, und man kann auch noch eine Kiste Wein mitbringen. Kein ja, Problem. Und noch ein Cremant hinterher für besondere Festtage auch noch. Wunderschön sind ja auch diese Elemente. Was ich so besonders liebe, sind diese Hörnchen hier. Ne, ich nenne sie einfach mal Hörnchen. Ich weiß gar nicht, wie der Franzose sie sagt, aber also, das ist Flöten. Sagen meistens Blinker, Trompeten. Trompeten, ja, aber ist das nicht ein Stilelement? Das ist doch einfach. Das ist ein Traum, wie die sich hier in der verjüngen und dann, als wenn das so eine Auspuffanlage am Dach wäre. Ja. Aber in Wirklichkeit ist das ja nur der Blinker. Und eine heizbare Heckscheibe sehe ich gerade, gibt es auch. Ach, richtig, wie schön. Und Kohlenstoffverglasung. Ach, du grüne Neune, was für ein Auto. Wunderbar. So ein DS-Schild. Naja, herrlich. Mann, Dirk. Was für ein schönes Auto, oder? Ja. Aber jetzt solltest du uns auch mal den Motor erklären. Was hältst du davon? Ja, ich mach mal die Haube auf. Ja, Haube gerne. Auf. Züge habe ich schon geöffnet. Hier ist ein Fanghaken. Ja. Den drücke ich nach unten und öffne den. Mhm. Nimm den Haubenstab, der extra ausgespart ist, weil die Batterie auf der Seite ist. Ja. Ja, jetzt zeige ich dir mal den überholten Motor hier. Boah, Wahnsinn. Mit allen Nebenaggregaten, von der Benzinpumpe angefangen, Wasserpumpe, Lichtmaschine. Kompletter Hydraulik überarbeitet, neue Lenkung, die ganze Bremsanlage ist neu. Kühlkreislauf inklusive Kühler und Wasserschläuchen ist gemacht worden. Ja. Ja, es ist ein Auto, was im Grunde genommen wieder ein neues Autoleben geht. Ja. Was wir hier, was zeigst du uns da? Hier ist der Benzinfilter, den wir nachgerüstet haben. Das ist wichtig, ne? Wie bitte? Das ist wichtig, der Benzinfilter. Man sollte mal gucken, der Tank ist zwar auch neu, aber nichtsdestotrotz ist es nicht schlecht, ab und zu mal einen Blick drauf werfen zu können. Neues Rad gibt es übrigens auch hier, sehe ich gerade. Das ist das Reserverad unter der Motorhaube. Es ist ja bei Citroën so gelöst worden. Mhm. Und es passt ganz gut drunter. Deshalb wird auch die Luft unten in der Frontschürze über einen Luftsack und eine Lufthutze auf den Kühler gebracht. Okay. Sag mir mal was zu den technischen Daten dieses Motors. Wie viel Kubikzentimeter? Das interessiert doch alle, die in die Quartett spielen. Ja, gut. Der erste DS21 Motor, den wir hier überholt haben, hat 100 PS und 2175 Kubik. Mhm. So, hat ein halbautomatisches Vierganggetriebe und in der Spitze, um beim Quartett spielen zu bleiben, haben wir 175 km/h. Beschleunigung von 0 auf 100 ist wahrscheinlich nie gemessen worden. Ich glaube 10,8, aber da müsste ich mich echt, das glaube ich jetzt nicht. Aber Kindheit zurückerinnern. Wir können es ja gemeinsam mal austesten. Okay, das ist ein Wort. Ja, dann sind wir jetzt ja hier mit dem Motor einigermaßen durch. Oder was? Ah, nee, Moment. Du wolltest uns noch was erklären wegen Einfahren, ne? Einfahren. Nach 1000 Kilometer mal ein Motorölwechsel. Ja. Und dann alle 10.000 Kilometer Hydraulik, Öl, Getriebe, Öl wechseln wir. Die Intervalle waren damals etwas höher. Ja. Aber ich denke, ein Klassiker sollte man diese Pflege zukommen lassen. Ja, denke ich auch. So, wichtig ist, dass die Haube wirklich verriegelt ist. Ich höre es am Klang, hier auch. Ja. Und fühle noch mal hier. So, Haube ist so, du kannst losfahren. Was für eine schöne Front. Aber wirklich. Es ist ja die alte Front noch kombiniert mit der damals neu erfundenen Hydraulik, und zwar der sogenannten grünen Hydraulik. Vorher hatten wir die rote LAS, das ist die LAM-Technik hier.
Die ist unkompliziert und das ist das einzige Baujahr mit der alten Front, was mit grüner Flüssigkeit produziert worden ist. Im Grunde genommen kann man sagen, altes Karosseriekleid, Technik ausgereift wie bis Baujahr 1975 bis zum Produktionsende. So. Dirk, du willst mich doch nicht erschlagen mit dem, oder machst du jetzt einen auf Knecht Ruprecht? Du weißt ja, die Düsseldorfer-Kölner Freundschaft ist fragil. Ja, okay. Aber wir haben sie jetzt schon seit 5 Jahren gepflegt und ich hoffe, dass so weitergeht. Sogar noch länger. Benutzen Bus nur, um das Auto anzukurbeln. Okay. Hier ist eine Öffnung. Ja. In der Frontschürze unten. Ja. Führe ich dann ins Getriebe ein und kann das Auto, wenn der Anlasser streikt, sogar hier mit ankurbeln. Was für ein süßes kleines Gimmick. Damit super wird auch so. Unter anderem mit 3 anderen Stellwerkzeugen der Reifenwechsel durchgeführt. Okay. Tja, da haben sich die Citroën-Ingenieure wirklich was ausgedacht. Kann man nichts anderes sagen. Wollen wir ihn jetzt einpacken und dann ist Schluss für heute, oder? Denn jeder möchte ja nochmal irgendwo mal zu seinem Kaffee. Ein bisschen Adventskaffee. Genau. So, jetzt müssen wir uns noch einen schönen Parkplatz für den DS suchen. Den haben wir auch schon hier in unserer herrlichen Halle. Und da kommt er auch schon, der Dirk. Ach Gott. Was für ein herrliches Auto. Wunderbar. In seiner ganzen Gloria. Dirk, ich danke dir. Wirklich. Es war mir eine Freude. Also, viel Spaß mit dieser schönen Citroën DS. Danke. Bis bald. Tschüss. Tschüss.